Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen. Da habe ich diese ganzen Special-Sachen abgeholt, die man ganz einfach bekommt, wenn man so Collector's Edition-Besitzer ist, Season-Pass-Besitzer, was weiß ich nicht noch alles. Also da gab es eine Menge Zeugs, was man, glaube ich, nicht braucht. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich hier so eine Sportjacke anzieht, aber sei es drum, wem das gefällt, der kann das natürlich nutzen. Die Frage wäre ganz einfach, ob ich wirklich hier irgendwas anderes von benutzen soll, von diesen ganzen Special-Ausrüstungen. Es gibt hier eine Sheriff-Jacke mit Sheriff-Stern, es gibt die Polizeijacke, die Nationalgarden-Jacke. Also das sind so diese Tarn-Outfit, finde ich, passt schon irgendwie ganz gut. Es gibt die Division-Kult-Jacke. Das ist die Jacke, wie der Charakter immer in diesen Screenshots anhat, mit hinten im Kapuzenpullover. Das finde ich jetzt generell nicht so schlecht, finde das eigentlich mit dem Kapuzenpullover ganz cool. Wobei ich gestehen muss, dass ich eigentlich das Outfit, was wir jetzt die ganze Zeit anhatten, irgendwie immer noch gut fand und daher auch das eigentlich weiterhin benutzen würde. Ihr könnt aber gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen, ob ihr sagt, nee, Alter, nimm das mit dem Kapuzenpulli. Das hätte mir jetzt gut gefallen. Hier noch so eine Kapuze bei. Halstücher haben wir zwei bekommen. Ich habe einen SWAT-Schal und den Motorradpolizeischal. Finde ich, sieht aber auch beides irgendwie, muss nicht sein, oder? Ah ne, jetzt habe ich das nicht anlegen, bitte. So, ich hab hier einen Teil, muss nicht zwingend sein. Hüte haben wir halt auch nochmal eine ganze Menge neue Hüte bekommen. Ich habe gedacht, ich zeige das nur einmal kurz durch. Wir haben so einen SWAT-Helm, Sportkappe, Sheriff-Hut. Also wir können auch total albern aussehen. Ich wette, das macht einer. Das finde ich schon wieder so besser, so eine normale Cap. Ich glaube, das ist... Ist das nicht genau wie der Beanie, den wir auch haben? Ja, genau, das sind die Beanies, die ich auch schon mal verlost habe. Also das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Es ist Winter draußen, dass wir den mal auflassen. Das finde ich jetzt generell nicht schlecht. Hier ist die neue Fähigkeit. Wollen wir die mal ausrüsten und einfach... Nur um es mal auszuprobieren, dass wir das mal sehen im Video, dann würde ich sagen, gehen wir so gut gerüstet raus, beziehungsweise wir können auch noch, wenn ihr das möchtet, gemeinsam einen Blick auf die Waffen werfen. Und zwar habe ich ja neue Primärwaffen erhalten, könnt ihr alles im letzten Video sehen, das ist die Hazmat, hat hier auch so eine besondere Tarnung, die JTF P416. Und standardmäßig benutze ich ja hier die M4 in der Polizeiversion. Also das ist das Gewehr, was ich gespielt habe. Jetzt könnte man sagen, ja, ey, Alter, da machst du aber hier ein Downgrade. Aber die ist ja auch noch nicht mit Mods ausgerüstet. Also ich würde ganz gerne einfach mal hier so diese Hazmat probieren und da dann dementsprechend die Mods drauflegen. Und zwar können wir hier den Schalldämpfer anlegen. Der wird dann von der anderen Waffe abgebaut, das ist richtig. Ändert sich jetzt optisch nicht, konnte man gerade sehen. Unterlauf. Nehmen wir hier den Griff. Ja, wird da auch nochmal entfernt. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir dann mit der Waffe ein bisschen besser da sind. Nehmen wir auch das Schnelllademagazin. Ja, ändert sich optisch auch nicht. Vermutlich, weil es so diese Spezialwaffe ist. Und hier können wir aber die lange Optik draufsetzen. Die finde ich ja im Prinzip ganz gut. Ja. So. Jetzt haben wir diese andere Waffe. Was ich jetzt zusätzlich noch hätte, wäre... Ah, ne, Entschuldigung. Sollen wir hier zurückgehen auf Waffe 2. Ich lege hier die... Wir könnten natürlich jetzt auch die M4 und so mitnehmen und die Hazmat. Ich nehme aber trotzdem hier die MP5 mit. Die hat ja einen ganz schönen Schaden, macht die ja. Ja, würde hier noch mehr Schaden machen, ne? Oder sollen wir das lassen mit der MP5? Sollen wir sagen, fuck auf MP5? Und wir nehmen hier lieber... Eigentlich nehmen wir lieber den Schaden in Kauf, ne? Ja, ich glaube, das ist eigentlich sinnvoller, oder? Wofür brauchen wir eine Nahkampfwaffe? Ich glaube, die brauche ich eigentlich selten. So, ich lege die an. Mods haben wir jetzt alle eigentlich verballert. Ich habe hier auch noch eine Tarnung. Könnten die so eine Schneetarnung anlegen, finde ich aber eigentlich blöde, muss ich jetzt gestehen. Die ist verbaut. Dann benutzen wir mal das Visier. Ja, wird da abgebaut. Unterlauf könnten wir jetzt den kleinen Laserpointer beispielsweise verwenden. Die wird jetzt noch ein bisschen mehr verziehen, die Waffe halt. Und das erweiterte Magazin. So, jetzt haben wir die auch ein bisschen abgegradet. So, jetzt ist unser Wert gestiegen. Ich weiß gar nicht, welchen Wert hatte ich vorher. So, sei es drum. Welche Fähigkeit wird hier noch angezeigt? Die ist doch hier. Die habe ich doch gerade ausgerüstet, oder? Ja, warum wird die hier immer noch markiert? Ne, jetzt wird sie nicht mehr markiert. So, und dann würde ich sagen, geht's wieder raus in die freie Welt. In die freie Wirtschaft, wollte ich gerade sagen. Um zu gucken, Mensch, was checken wir aus, was machen wir? Ich habe auch, glaube ich, jetzt den getarnten Rucksack auf, sehe ich gerade, ne? Genau, ich habe den Rucksack des Militärs aufgetan.
Dachte, das wäre nicht aufgefallen. Ich habe nämlich vorher schon die ganze Zeit durchs Inventar geblättert. Ist aber doch aufgefallen, ich habe diesen Military-Rucksack auf. Der sieht eigentlich scheiße aus, oder? Wenn wir ehrlich sind. Können wir trotzdem eine Folge mit dem Military-Rucksack rumlaufen? Der machte, glaube ich, irgendwas ganz Tolles. Befestigung. Um die Befestigung abzusetzen, alle Deckung in der Nähe stärker zu machen, drücken Sie RB. Okay, das probieren wir aber im Fight, oder? Jetzt haben wir natürlich diese Krankenhausmission, die wir schon so oft gespielt haben. Ich würde sagen, oh, guck mal, hier sind die ganzen neuen Einsätze. Boah, alles neue Einsätze. Wollen wir erst Hauptmission machen, um den Charakter ein bisschen zu pushen? Schlage ich jetzt mal einfach vor. Das liegt ja hier. Vielleicht kommen wir an einem Kampf vorbei. Dann würden wir das halt mitnehmen. Eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Okay, eins ist wichtig, eins ist essentiell. Ich habe gedacht, ich lasse die Tante mal zu Ende labern. So, das ist jetzt zum ersten Mal. Ah ne, das ist die M16. Wollen wir auf die neue Waffe wechseln? Das ist zum ersten Mal, dass wir die neue Waffe einsetzen. Ich schleiche mich mal ein bisschen näher. Und dann holen wir den Typ da oben mal runter und checken mal, wie die sich so schießt. Ich habe jetzt auch den Schalldämpfer drauf. Wow. Die lässt Gegner explodieren sich gerade. Das ist jetzt wieder im Vergleich die M4 ohne Schalldämpfer. Mit dem Laserpointer nicht schlecht, finde ich. Macht sich ganz gut, ne? Hab ich jetzt gerade zumindest so gedacht. Einfache Sache jetzt, dieser Kampf hier zwischendurch. Das taucht ja immer mal wieder auf. Ob man das dann wirklich einzeln abarbeiten möchte, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ein Erste-Hilfe-Set? Ach du meine Scheiße! Und eine moderne Steppjacke gibt's dafür. Also bitte, ich glaube, das lassen wir in Zukunft doch irgendwie sein, dass wir denen unsere Klammer... Wir kriegen halt Jacken über Jacken. Die könnten ja mal irgendwas droppen, was ich auch gebrauchen kann, oder? Was wird denn da angezeigt? Einsatzbericht entdeckt, okay. Ich habe auf die Karte geguckt. Bitte, bitte jetzt, Hashtag also, Karte. Was wirst du später machen? In die Videokommentare. Ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh Mann, das wäre ein Ding. Oder die Schnelle aus diesem Film. Die mit den Autos. Ja, Rattenweglauf. Der wüsste den Schlitten zu schätzen. Markierte Position in der Nähe. Okay. Nachschub, wir helfen hier mal eben ein paar Kollegen, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist ein Fight mit der JTF. Ich errichte mal eine Barrikade. Hä? Was war das denn jetzt bitte? So, das ist so verpufft. Muss man das irgendwie an eine Barrikade setzen, oder was? Was war das denn jetzt bitte gerade mit diesem Deckungsding? Muss ich das an eine Deckung ranschießen, damit das funktioniert? Ich kannte das ja selber nicht. Feindkräfte nähern sich. Okay. Gar nicht alle tot, wir sind alle hier. Ich muss gestehen, ich mag jetzt die M4 irgendwie so vom Handling irgendwie ein ganz klein bisschen mehr. Spielt sich einfach jetzt im ersten Moment vielleicht auch nur gewohnter, weiß ich nicht. Beides okay. Augenblick, ich versuche das nochmal mit der Deckung. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Was hat das jetzt gemacht? Könnte mir das mal bitte einer erläutern? Das muss ich mal genau untersuchen. Es geht los! Sparrow 3 hier, sind an ihrer Position und startbereit. Was das?
Macht euch nicht nach! Ob du! Kampf abgeschlossen! Okay, das gab auch wieder Punkte, Punkte, Punkte. Gab es nicht irgendwo gerade noch was Grünes einzusammeln oder habe ich mir das eingebildet? Doch, da hinten. Ich wollte meinen. Irgendwo gab es noch was zu sehen. Aber was ich wirklich nicht gerafft habe, was war das mit der Deckung? Wow, das war knapp. Laser? Neuer Laser? Sturmgewehrmunition? Muss man das auf eine Deckung... Ich habe jetzt gedacht, oder muss man das auf eine Deckung anwenden? Wir können das ja nochmal eben bei Eigenschaften nachlesen. Inventar, klar, haben wir was Neues. Fähigkeiten. Verstärkt eine Deckung und erhöht den Schaden des Anwenders, während sich der verursachte Schaden aller Verbündeten hinter der Deckung verringert. Also wenn man sich da anlehnt, platzieren, antippen, zielen, halten, loslassen, nach Anwendung, deaktivieren. Okay. Also wahrscheinlich kann man das dann hier, ich sage jetzt mal so, auf eine Deckung anwenden. Ah ja, was war das jetzt? Jetzt ist das wieder geplatzt. Man darf das nur einmal machen, oder? Dann war das gerade hier markiert. Kann das sein? Oh Gott, ist das eine doofe Fähigkeit. Oder bin ich jetzt der Doofe, der das nur nicht rafft? Ihr könnt jetzt ruhig schreiben, ich bin der Doofe, der das nicht rafft. Dankeschön. Nett von euch. Haupteinsatz verfügbar. Beim Abschluss von Haupteinsätzen werden sie mit Ressourcen... Hübsch hier, oder ich mache einen Screenshot. Vielleicht ein Screenshot fürs Titelbild heute? Was meint ihr? Erstmalig mit Mütze? Ich finde immer noch, man sollte in so einem Spiel eine freie Kamera haben. Dass man einfach rumfliegen kann, Sarah gucken kann und so weiter. Als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Okay, wir kümmern uns darum, dass der Strom angedreht wird. Eventuell habt ihr diese Folge schon mal gesehen. Ich habe die schon mal live auf Twitch gespielt in der Open Beta. Wird sich vermutlich nicht verändert haben. Lokalisiert. Ziel erfasst. Unterebene 3. So, ich will hier so... Moment. Das alles wird wie ein böser Traum. Endlich ein früher. So, ist die jetzt... Ach, guck mal jetzt hier. Schadenresistenz plus Schadenbohr. Versucht dem eigentlich auf den Rücken zu schießen, weil die haben ja diese Feuer-Dinger auf dem Rücken. Feuer-Dinger, was weiß ich. Diese Behälter. Ja, da könnt ihr sehen. Jetzt explodiert nämlich der Kollege da unten. Wuhu! Weg ist er. Wie lange hält denn diese... Ach, da könnt ihr sehen. Da, wie, so lange hält das an, das Ding. Ja, ich muss mal die andere Waffe nehmen mit dem... Mit dem... Ist doch ein bisschen präziser, ne? Und fühlt sich irgendwie so feinfühliger an mit dem dem Schalli. Komm. Ach, schade. Ja, okay, das mit der Deckung dann vielleicht doch gar keine schlechte Sache. Ich weiß jetzt nicht, man hätte jetzt mal Prozentpunkte und so gucken müssen, wie inwiefern sich das immer genau auswirkt und so. Dass man auch wirklich abwägen kann, ey, das lohnt sich. Ach, jetzt hat er das dahin gemacht. Das sollte gar nicht dahin. Macht schon ziemlich viel Schaden, die Waffe jetzt, ne? Was hatten die für einen Schaden jetzt mittlerweile? Wurde das angezeigt? 316, ja. Doch, ist derzeit doch deutlich meine stärkste Waffe. Was war das? Das hört sich so an wie so eine Leuchterkette. Guck mal, wie geil das aussieht, oder? Ich glaube, hier kommt keiner mehr. Einfach weil wir es können und wollen. U-Bahn-Leichenhalle. Zugang zur U-Bahn-Leichenhalle finden. Na, danke schön. Feinde nähern sich ihrer Position. Die Deckung um mich herum alle, ne? Also geht das auch, wenn man sich irgendwo dran lehnt und einfach kurz den Knopf drückt? Vielleicht gar nicht so ein dummes Feature. Ich sehe nichts, ne?
konntet ihr gerade auch nicht sehen, also so da reingucken, meine ich. Weil draußen so hell und drin so dunkel war. Er ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. So, meine Freunde, ich glaube, wir machen jetzt mal heute eine etwas kürzere Folge. Denn in der Tat habe ich gerade mega Hunger und würde ganz gerne Mittag essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Achtung, ich versuche das nochmal hier mit der Deckung. Ah, nee, das lädt noch auf. Ich muss mal einmal hier gucken lassen. Da ist einer, zwei Bedrohungen gefunden. Kann ich das hier schon aufleveln? Nee, leider nicht. Doch jetzt. Ah, jetzt hat er das, habt ihr gesehen? Hat er das so an die Wand drangeklatscht? War jetzt natürlich unnötig, weil wir hier eh gegen zwei Gegner keinen großen Widerstand zu erwarten hatten. Sei es drum. Ach, hier geht das auch noch. Sei es drum, schadet ja nicht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich trotzdem so an der Stelle mal ein bisschen mitten im Level. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Oh nee, es geht noch weiter. Scheiße. Ich kann gar keine Pause machen. Blöden Schweine. Okay, ihr müsst noch 2 Minuten zugucken. Also ihr müsst nicht, ihr könnt auch sagen, scheiß drauf. Oh, der hat was gedroppt, der hat was gedroppt. Oh. Ah! Falschen Knopf gedrückt. So, jetzt aber mal eben noch hier das Aufheben. Was gab das denn? Jagdhandschuhe. Des Level 7, der Stufe 7 oder, naja, ist ja auch egal. So, jetzt bin ich aber erstmal Mittagessen, bis später mal und haut rein.